Aber eins der kann man jetzt herstellen können schon mal. Und 20 Stück, das ist auch schon mal was. Ist auch schon mal viel wert. So, well, die Carpenters Blocks Mod, die werde ich jetzt natürlich hierfür verwenden, für das Dach. Aber ich muss erstmal wieder Bauerde hier haben. Viel habe ich ja nicht im Inventar und ich habe keine Schippe. Das heißt, wir müssen die Wände mit Hand wegkloppen oder später wegkloppen. So, dann bauen wir uns mal eben hier einen Aufstieg. Ihr könnt natürlich jetzt hier auch wieder Dirt nehmen zum Bauen. Aber das war damals schon schwer mit Dirt zu bauen. Wenn, dann muss der weg und der dahin. So, ich bin total schlecht gerade sogar im Gerüst bauen und Erde sparen. Naja, egal. So, dann haben wir jetzt hier erstmal ein Gerüst. Zack. Und dann werden wir die Blöcke schon mal verbraten, die wir haben. Wir werden hier Folgendes machen, so. Und dann werden wir nämlich... Oh, der ist jetzt falsche Richtung ausgerichtet. Hä? Okay, ich muss die tatsächlich wie in Ära dann nochmal separat so drehen, wie ich sie haben will. Ist natürlich doof, kostet auch viel Zeit. Und natürlich brauchen wir dafür einen Hammer, wollte ich gerade sagen, einen Hammer. So. Zack. 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 Ich hätte den natürlich jetzt auch komplett aus Minecraft-Sachen bauen können, aber ich wollte nicht, weil ich den jetzt schon dreimal aus Minecraft-Sachen gebaut habe. Stinknormalen Minecraft-Sachen meine ich damit. So. Haben wir... Wir haben, glaube ich, noch nicht mal einen Hammer dabei, ne? Top, ich fange hier oben an zu bauen und habe noch nicht mal einen Hammer dabei. Ich bin so schlau. Hatten wir denn hier unten einen? Ich glaube, da unten in der Truhe hatte ich einen gesehen, ne? Ansonsten craften wir uns gleich einen. Dann brauche ich nur Eisen wieder. Und eigentlich wollte ich da hinten ja anfangen. Mist. Na, machen wir gleich. Machen wir dann gleich, nachdem wir hiermit angefangen haben. So, da war schon mal nichts drin. Auch nix. Also Cobblestone haben wir auf jeden Fall genug. Ich sollte mich auch mal dran gewöhnen, oder ja, mehr oder weniger dran gewöhnen, die ganze Chose mal zu beschriften und diesmal wirklich alles korrekt zu sortieren, wenn wir dann soweit sind. Okay, wir brauchen drei Eisen. Wir hatten hier unten gar kein Eisen. Und ein Eisen, glaube ich, nur in unserer Tasche. Und ich will jetzt nicht einfach so zum Hafen rennen. Und dann natürlich hier vorher geguckt zu haben. So, hier haben wir noch einiges an Blöcke drin, aber nicht das, was ich suche. Na gut, dann rennen wir direkt mal zur Hafenstadt, weil da ist die Wahrscheinlichkeit größer, was zu finden. Diese Grillen, ne? Ich bin froh, dass sie uns die Felder nicht kaputt trampeln. So wie in Life in the Woods. Das sind ja auch so schlimm. Ich finde ja, ich finde die Crickets ja eigentlich cool, dass hier so Grashüpfer sind, die dann so ein bisschen rumspringen und so. Finde ich super. Allerdings kommen die natürlich auch häufig vor. Wiederum ist es schön, dass sie dann nicht zerstören bei uns jetzt. Da bin ich echt froh drum. Ein Ozelot. Der sitzt da so. Helene. Nicht Helene, sondern alleine. Pfeile habe ich auch keine. Jetzt hätte ich jetzt einfach mal auf die Cricket geschossen hier. So, da ist unsere Stadt. So, und dann habe ich natürlich auch vor, mehr oder weniger die Lagerhäuser miteinander so gut es geht zu verknüpfen, dass wir auch, wenn wir mal woanders was brauchen, das einfach nur in die Truhe schmeißen und das dann direkt dann zur nächsten Abteilung gebracht wird, zum nächsten Lagerhaus. Mal schauen, ob das so funktioniert, wie ich es vorhab. Ich habe ja jetzt hier schon Pipes gelegt und so, die werde ich dann einfach nur anders legen und dann sollte das eigentlich funktionieren, auch oberirdisch sozusagen. Oder von der oberirdischen Truhe aus dem Lagerhaus heraus.
Aber muss ich erstmal schauen, ne? Muss ich erstmal schauen. Vor allem muss ich erstmal gucken, wie groß ich dann das entsprechende Lagerhaus baue. Das gibt's doch nicht. Alles drin, nur nicht das, was ich suche. Aber hier, den antiken Atlas, den nehmen wir nochmal mit. Kein Karpfen, das haben wir, und auch kein Eisen da drin. Ja, Sapperlot. Holland ist in Not. Warum auch immer hier die Flaschen drin sind, ich weiß es nicht. Warum ich die da beim letzten Mal reingepackt habe. Und vor allem wann. Na gut, hier ist Eisen, das könnte ich mir braten. Was haben wir denn? Haben wir eigentlich hier noch irgendwie was drin? Nee. Haben wir hier noch was reingepackt? Oder haben wir alles tatsächlich beim Mammut da in die Kiste gehauen? Hier ist nichts. Nichts. Siehst du, hier ist auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Das Lagerhaus ist gerade mal so ansatzweise befüllt und so. Hm. Und das eher schlecht als recht. Das ist auch eigentlich nur zur Deko gedacht gewesen. Da sind auf jeden Fall noch Carpenter-Blocks. Und da ist ein Carpenter-Summer. Wunderbar. Genau den habe ich gesucht, meine Lieben. Ach, guck mal, hier ist sogar noch ein Schisseln angefangen. Und hier sind noch... Warte mal, dann machen wir doch mal... Folgendes. Das schwarze Loch. Achso. Was haben wir denn hier noch in den Rucksäcken? Das war alles mal aus Aufnahme, ne? Ja gut, der ist leer, da haben wir die Diamanten. Hier sind noch Karpfen, das ohne Ende. Alter Schwede, ich kann dann direkt weitermachen. Das schwarze Loch. Sehr gut, eigentlich. Komm, die legen wir jetzt einfach mal hier ab. Eigentlich könnte ich ja weitermachen. Und das mache ich jetzt auch. So. So, dann haben wir hier raus schon mal ganz, ganz viele neue Karpfen das gewonnen. Eigentlich wollte ich ja noch mit den Karpfen das was ganz anderes machen. Aber egal, ich mache jetzt, ich werde jetzt erstmal vorbereiten, sozusagen. So, quasi vorbereiten für den Dom. Für nichts anderes. Das ist echt gut. Das ist echt gut. Bam. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Ja, muss ich das mal wieder manuell mit den Fingern machen? Nice. Alles eingesammelt? Jawohl. Wunderbar. Dann wissen wir ja jetzt, was wir machen. Und wir schwingen uns mal auf Pony Flying Bike. Aufs Pony Flying. Stopp. Wir machen mal Folgendes vorher. Wir gehen einmal schlafen, meine Lieben. Running Man Challenge. Okay, der Witz ist jetzt mittlerweile schon alt, aber es macht immer noch Spaß, das einfach mal so, sich so anzugucken und einfach zu denken, so Running Man Challenge. Schön. Wunderbar. Dann fliegen wir wieder zurück zum Domelein. Hihihi. Und wir müssen auch bald dann im Nether ganz schön viel machen. Ganz, ganz schön viel. Flupp, steigen hier aus. Autsch.
Ein bisschen Schaden genommen? Nee, doch nicht. Noch nicht mal einen Schadenspunkt gekriegt. Und das Dach muss ich ja natürlich dann auch bis hier hinten durchziehen, ne? Hier irgendwo muss ich dann einen Knick machen. Ich muss echt jetzt überlegen wieder. Ups. So. Richtig rummachen hier. So, dann spare ich mir nämlich auch ein bisschen an Steine, weil ich jetzt hier die normalen Netherziegel dann reinhauen kann und nicht die Treppen. Und weil die Treppen, die sind nämlich das, was so am teuersten ist. Na komm schon. Wo ist denn das Richtige jetzt hier? Mann, jetzt geht der Hämmer schon drauf für Nuppes. So. Jetzt ist richtig. So, das ist auch richtig. Der ist schon richtig, weil darunter ist auch der Erdklotz. Den wir da hingehauen haben, um das erste Ding auszurichten. So, hier ist falsch. Falsch. Jetzt. Ist auch falsch. Ein noch. So, jetzt ist richtig. Weißt du was? Den sammeln wir ein. Ach, den haben wir auch noch gekriegt. Mal gucken, ob die jetzt ganz normal connecten. Nein, tun sie nicht. Wie kriege ich das hin? Oh. Die richten sich immer nicht so aus, wie ich es will. Deswegen wird das wahrscheinlich auch hier... Ach, guck mal, Senix will uns mithelfen. Sehr schön. Wie kommt der hier hoch? Wie kommt der hier hoch? Seh nix. Wo willst du hin? Du siehst doch eh nix. Entschuldigung. Ich wollte da einen platzieren. Falsch rum. So rum. Macht das von innen nämlich dann auch so schön smooth. Darum brauchen wir eigentlich die doppelte Menge, wenn du so willst, an Karten das. Ah, ich krieg das so nicht hin. Au. Da fallen wir natürlich erstmal wieder runter. Ist ja ganz klar. So wollte ich es ja auch nicht. So. Geht das, wenn ich Shift drücke? Bleiben die dann so? Nein. Okay. Schade. Hab gedacht, das würde vielleicht funktionieren. Mein Gott, wie oft ich die falsch platziere hier. So, den habe ich auch so. Ich hoffe, die werden dann jetzt alle so. Und dann brauche ich die nur noch drehen. Das wäre natürlich praktisch. Muss ich nur darauf achten, wie ich die hinplatziere. Und vor allem, wie weit ich jetzt hier gerade rausgehe. Ja, mal gucken, ob das jetzt... Nein, so, aber... Alle drehen. Oh Mann, wir brauchen wahrscheinlich auch ganz viele Hämmer hierfür. Aber Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Von daher wird das der Dom ja auch... Oder ist der Dom das jetzt auch nicht... Und ich habe jetzt halt so oft gesagt, komm, wir müssen mal wieder am Dom bauen, wir müssen am Dom bauen, wir müssen am Dom bauen. Und ja, wir müssen wirklich jetzt mal wieder hier dran bauen. Und darum habe ich gesagt, weißt du was, komm. Heute machst du mal so ein bisschen wenigstens was. Das wenigstens, was du da zum Vorzeigen hast am Dom. Oder weniger. Beziehungsweise weißt, wie du in, oder in welche Richtung du jetzt gehst. Könnte natürlich hier das auch ein bisschen outsmoothen.
Ich glaube, das werde ich auch vielleicht tun. Solange es nicht zu creepy aussieht.